Bis jetzt habe ich sehr interessante Vorträge gesehen. Ich finde es sehr spannend, wie, ja, ich sag mal so, die klassische Finanz- und Dienstleistungsbranche mit der Startup- und Fintech-Szene zusammenkommt. Und ich finde es halt toll, dass tatsächlich die, ja, sowohl die On- als auch Offline-Welt zusammengebracht wird und dadurch auch Synergieeffekte entstehen. Herzlich willkommen zu unserem Event Banking and Insurance Summit. Annika, bist du das? Ja, Michael, ich bin hier in der Main Hall. Sehr gut, dann können wir anfangen. Liebe Partner, Kunden, Freunde des Banking und Insurance Summits. Heute sind wir alle nur Kacheln auf dem Bildschirm. Und alle unter dem weltweiten Motto, besser Online-Konferenz als gar keine. Das ist unsere digitale Realität. Digital, aber nicht weniger real. Fakt bleibt aber, wir hätten Sie jetzt so gerne persönlich hier begrüßt. Hände gedrückt, gelächelt, gelacht, diskutiert und Visitenkarten ausgetauscht. Heute, am 16. Juni 2020, hätten wir uns alle hier gemeinsam getroffen. Die Protagonisten der Finanz- und Versicherungsbranche und wir, die Feedback-Experten von Ikomi und BankingCheck. Der Banking and Insurance Summit lebt das Networking. Diese gegenseitige Bereicherung an Erfahrung und Innovation ist wertvoll und in Berlin einzigartig. Die Fintechs hätten Banken auf Augenhöhe begegnen können. Die Versicherungen, die Insurtechs. Ach, hätte, wäre, könnte, bleiben wir bei den optimistischen Aussagesätzen. Der Banking und Insurance Summit wird im nächsten Jahr stattfinden und wir holen alles nach, bestimmt. Und, was machen wir heute hier? Na was wohl, wir feiern. Genau, wir haben ja auch einen Grund zum Feiern. Vielen lieben Dank für diesen dröhnenden Applaus. Wir starten hiermit die offizielle Verleihung der Ikomi und BankingCheck Awards 2020. Vielen lieben Dank natürlich an alle Teilnehmer, die sich dem Urteil ihrer Kunden gestellt haben. Daumen hoch an alle Kunden der Versicherungsbranche, die ihr Feedback mit uns geteilt haben. Und wem gehören diese Sterne in diesem ereignisreichen Jahr 2020? Die Kunden haben nun entschieden, wer das beste Produkt in der Finanzbranche ist und welcher Anbieter der absolute Favorit in seiner Sektion bei den Verbrauchern ist. Denn insgesamt haben 128.856 Menschen mit ihrem Feedback über die Auszeichnungen in 71 Anbieter und 14 Produktkategorien entschieden. Heute, am 16. Juni, präsentieren wir Ihnen alle Gewinner des BankingCheck und Ikomi Awards des Jahres 2020. Auf unserer Webseite gleich hier sind die Besten der Finanz- und Versicherungsbranche gelistet. Klicken Sie bitte auf die Präsentation. In unserer offiziellen Präsentation finden Sie auf der zweiten Folie eine Navigation mit allen Gewinnern des BankingCheck und Ikomi Awards 2020 als Übersicht. Klicken Sie in der Navigation auf Ihre Kategorie und Sie gelangen auf Ihre Gewinnerseite. Wenn Sie Ihre Platzierung anklicken, sehen Sie gleich Ihr persönliches Zertifikat als Vorschau. Oben rechts finden Sie den Download-Button. Als ZIP-Paket wird Ihnen direkt und pünktlich das Zertifikat, übrigens mit einer hübschen Banderoleschleife verpackt, zugestellt. Beim Auspacken des digitalen Zertifikats helfen wir, Ihre Ikomi und BankingCheck-Ansprechpartner, Ihnen wie immer weiter. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner der BankingCheck und Ikomi Awards 2020. Die Trophäen mit Zertifikaten sind schon per Post an die Gewinner unterwegs. Bitte teilen Sie mit uns Ihre Freude und schicken Sie uns Fotos oder gar Unpack-Videos zu. In unseren Social-Media-Kanälen veranstalten wir dann eine virtuelle Party. Damit wir Sie schnell in den Social-Media-Kanälen finden können, verwenden Sie bitte die Hashtags Ikomi Award oder Hashtag BankingCheck Award oder nostalgisch Hashtag BIS20. Wir sehen uns ja alle in einem Jahr und freuen uns jetzt schon drauf. Bis dahin, bleibt Sie alle gesund.